Die Atomanlage im japanischen Fukushima ist 9 Monate nach der Reaktorkatastrophe nach Angaben der Regierung unter Kontrolle. Ministerpräsident Noda erklärte, die sogenannte kalte Abschaltung sei erreicht. In einem funktionierenden Atomkraftwerk steht dieser Begriff für einen Zustand, der Wartungsarbeiten zulässt. Dies ist aber in Fukushima wegen der Kernschmelzen nicht der Fall. Experten warnten, von einem sicheren Zustand sei man noch weit entfernt. Mit Hochdruckreinigern, Atemmasken und Schutzanzügen kämpfen sie gegen die Strahlung aus Fukushima. Überall in der Region sind die Trupps unterwegs, um Häuser, Straßen, Gärten von radioaktiven Partikeln zu befreien. Ein mörderischer Job. Premierminister Noda dagegen will heute nur gute Nachrichten verbreiten. Die Temperatur im Innern der Reaktoren liege jetzt konstant unter 100 Grad. Das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi sei endlich unter Kontrolle. Die Reaktoren befinden sich im Zustand der Kaltabschaltung. Wir haben heute eine wichtige Phase abgeschlossen. Die Kaltabschaltung im AKW Fukushima, sie ist eine Erfindung der Bürokraten in Tokio. Denn eigentlich gibt es diesen Vorgang nur in einem intakten Atomkraftwerk, nicht in einem zerstörten. Kritiker meinen, die Regierung verharmlose den vierfachen Super-GAU auch weiterhin. In Wirklichkeit seien die Brennstäbe längst zu einer glühenden Masse zusammengeschmolzen, bis zu 3000 Grad heiß. Die radioaktive Strahlung in den Reaktoren 1 bis 4 gilt noch immer als tödlich hoch. Auch gibt es immer wieder Überraschungen. Erst kürzlich war strontiumhaltiges Kühlwasser ausgelaufen. Von irgendeiner Abschaltung also könne keine Rede sein. Die Lage ist unverändert gefährlich, so wie gestern und letzte Woche. Und auch in der nächsten Woche wird sich daran nichts ändern. 88.000 Menschen sind aus der Sperrzone von Fukushima geflohen. Die Regierung machte heute Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Doch viele Flüchtlinge wollen das kaum glauben. Der Staat verspielt immer mehr Vertrauen. Russland wird nach 18 Jahren Verhandlungen Mitglied der Welthandelsorganisation. Die Ministerkonferenz der WTO gab heute in Genf grünes Licht. Westliche Firmen hoffen nach der Entscheidung auf bessere Geschäfte mit Moskau, allen voran Unternehmen in Deutschland. Für Russland bringt die Mitgliedschaft bessere Bedingungen für seine Öl- und Gasexporte. Das russische Parlament muss das WTO-Abkommen noch ratifizieren. Es ist fast ein kleines Wunder, dass es nach 18 Jahren zäher Verhandlungen doch noch geklappt hat. Und dann ist kaum zu sehen, wie Russlands Wirtschaftsministerin den Beitritt der letzten großen Volkswirtschaft zur Welthandelsorganisation besiegelt. Das ist nun endlich der Schlusspunkt unter die äußerst wichtigen Verhandlungen der WTO und Russlands. Zuletzt drangen die Verhandlungsführer noch um Sonderregeln für die Autoindustrie und Grenzfragen mit Georgien. Doch nun sind auch diese Probleme vom Tisch. Die EU rechnet nun mit deutlich steigenden Ausfuhren. Russland kann mehr Gas und Öl exportieren. Es gibt viele bedeutende Vorteile für die europäische Wirtschaft, aber auch für Russland, das jetzt viel stärker Teil der Weltwirtschaft wird. Fraglich aber, ob Russlands Industrie auf freien Handel eingestellt ist. Staatseinfluss und Korruption herrschen vor, viele Produkte sind nicht wettbewerbsfähig. Deutsche Unternehmen dagegen dürften wegen niedrigerer Zölle und billigeren Überflugsrechten 1 Milliarde Euro pro Jahr sparen. Neuer Schub für die gelegentlich totgesagte Welthandelsorganisation. Weil ich glaube, dass wir insgesamt eine Tendenz wieder zu bilateralen Geschichten, zu Protektionismus in vielen Ländern sehen. Und da ist natürlich der Beitritt eines Landes wie Russland in eine Welthandelsorganisation, in der es bestimmte Regeln gibt, an die sich alle halten, ein gutes Signal. Abgang der russischen Delegation nach einem vielleicht historischen Tag. Nun muss das Parlament noch zustimmen. Es könnten stürmische Zeiten werden für Russlands Wirtschaft.